Nach 6 Monaten endlich wieder in Freiheit. Diese Bilder zeigen die beiden Deutschen in Zamboanga, einer Zwischenstation auf dem Weg nach Manila. Sie sind wohl ein bisschen schwach, aber ich denke, sie sind eher überwältigt von der Freiheit jetzt, wo sie in Sicherheit sind. Sie sind schon medizinisch versorgt worden, gestern Abend und heute noch einmal vor ihrem Flug nach Manila. Besonders der 72-jährige Mann wirkt geschwächt. Was er und seine Gefährtin in der Geiselhaft erlitten haben, wird wohl erst nach und nach bekannt werden. Ihre Odyssee beginnt im April auf dem Meer zwischen Malaysia und den Philippinen. Die beiden Segler werden von ihrer Yacht verschleppt. Schnell ist klar, sie sind in der Hand von Abu Sayyaf auf der Insel Jolo. Die Islamisten wollen Lösegeld. Die beiden Deutschen, hier Fotos aus der Geiselhaft, übermitteln mehrmals die Forderungen ihrer Entführer, berichten von Todesangst, flehen um Hilfe. An diesem Freitag dann läuft ein Ultimatum der Entführer ab, die mit der Enthauptung einer Geisel drohen, stattdessen dann die Freilassung. Es sei Lösegeld geflossen, behaupten die Islamisten. Ob das stimmt und wie viel Geld genau sie bekommen haben, von den deutschen und philippinischen Behörden darüber kein Wort.